Meteor. Sie fährt nun schon in der dritten Generation auf hohe See, um die Weltmeere zu erforschen. Dieses Mal wird sie von Fortaleza, Brasilien ablegen. Mit an Bord eine Gruppe von Wissenschaftlern. Unter der Leitung von Christian Reuter sind er und sein Team für das Quest verantwortlich. Ein sogenanntes ROV, Remotely Operated Vehicle, also ein ferngesteuerter Tauchroboter. Mithilfe von Greifarmen und Kameras können aus bis zu 4000 Metern Tiefe Proben und Informationen gesammelt werden. Doch zuerst muss alles aufgebaut und getestet werden. Ein schweißtreibender Job bei 28 Grad Celsius. Zuerst werden die Kameras installiert. Sie dienen als Augen in die Tiefsee. Just about there. Das ist die Zeus HD-Kamera. Die ist unheimlich wichtig für uns, weil wir damit ganz viele Informationen kriegen, die wir mit den anderen Kameras nicht bekommen. Ja, die hat einen Wahnsinns-Zoom drin. Die können wir noch kippen, so in diese Richtung, und können uns dann die Sachen, die vor uns stehen, genau angucken. Also das ist unser bestes Auge für die Tiefsee. Die anderen sind mehr so Hilfsaugen, und das ist unser bestes Auge. Um das Quest später in das Wasser heben zu können, muss auf dem Schiff ein Ausleger installiert werden. Gewisse Dinge wie der Aufbau des Gestells müssen vor dem Ablegen fertiggestellt werden, da das Schiff auf der See zu sehr schaukelt. Sie haben 2 Tage Zeit. Die Schiffscrew unter Bootsmann Alexander Wolf arbeitet auf Hochtouren. Dieses Mal eine besondere Herausforderung. Der Heckgalgen wurde auf einer Werft überholt und es muss sich zeigen, ob noch alles zusammenpasst. Ja, wir versuchen seit heute Vormittag das LAS aufzubauen, das Aussetzgestell für unser Quest. Die beiden Bolzen passen nicht zusammen rein, wir kriegen sie einfach nicht reingesteckt. Ja, Möglichkeit jetzt, das zu überarbeiten und dann hoffen, dass es passt. Tobias Schade, Mitglied des ROV-Teams, nimmt sich der Sache an. Nach mehreren Versuchen scheint der Übeltäter gefunden zu sein. Ja, wir waren gerade oben, haben gesehen, dass es, haben wir ja nochmal geschaut, warum es nicht passt, der Bolzen, und haben festgestellt, dass wir diese Bohrung einfach ein bisschen weiter nach unten setzen müssen und dann sollte das Problem behoben sein. Auf der Meteor kein Problem. Wenn es an etwas fehlt, wird es kurzerhand selbst hergestellt. In der schiffseigenen Werkstatt ist so gut wie alles vorhanden. Hier kann auf jede Eventualität eingegangen werden. Was sehr wichtig ist, auf hoher See kann man sich nur selber helfen. Als ausgebildeter Industriemechaniker hat er schnell einen Weg gefunden, neue, passende Hülsen herzustellen. Ja, das war ein langer Tag, aber das Teil sieht gut aus. Morgen gucken wir, ob es passt. Ich denke ja. Doch nach der Fertigstellung ist es schon zu spät, die neuen Teile auszuprobieren. So geht der Tag im Hafen von Fortaleza zu Ende und die Mannschaft wird erst am nächsten Tag erfahren, ob das Problem gelöst ist.